Da heute so schön abgelenkt ist, können wir ein bisschen mit der Pfeife arbeiten. Genau. So fällt es uns schwer, mit der Pfeife zu arbeiten. Aber wir können uns ja eine kleine Krücke bauen. Aha. Wir nehmen ein paar Leckerlis, werfen die einfach auf den Rasen. Er ist abgelenkt. Jawohl. Ja, klasse. Ja. Und jetzt durchsetzen. Wir haben es gesagt. Jawohl. Hier wird bezahlt. Genau. Da wirklich dranbleiben und die Versicherungsleine immer dran, dass er wirklich weiß, wenn es pfeift, ich muss zurück. Es gibt keinen Plan B. Der wird das eh noch früh genug versuchen zu ignorieren. Genau, du Held. Jawohl, das war klasse. Klasse. Da können wir nichts machen. Wenn wir dann mit der Leine hängen bleiben, haben wir nichts gewonnen. Jawohl. Du bist ein Fuchs, Du bist ein Fuchs. Komm her. Wenn er da so folgt, weil er sagt, oh, gleich pfeift's wieder und dann kriege ich was, dann können wir die Kette auch unterbrechen und lassen er einfach mal wieder sein Ding machen, lassen er einfach mal durch die Gegend laufen. Nur, dass ich die Pfeife hab und den Mund nehme, ist nicht das Zeichen und das Versprechen, dass es was gibt. Da muss ich drauf achten, denn wenn er nachher weg ist, dann habe ich das Sichtzeichen, dass ich meine Pfeife in den Mund nehme, nicht mehr. Weil bei 200 Metern sieht er nicht mehr, ob ich eine Pfeife im Gesicht habe. Aha, jetzt hat er einen Auftrag. Na gut, Auftrag abgebrochen.